Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Gestern konnte ich leider nicht streamen, weil von 17 bis 20.30 Uhr mein Internet einfach weg war. Dann konnte ich noch YouTube gucken. War ein bisschen schade. Fortnite und alles andere ging nicht mehr. Ich werde aber versuchen, natürlich heute zu streamen. Denke ich mal, sollte ich auch schaffen, wenn ich wieder das Internet abkackt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir direkt zwei der neuen Skins bzw. Stile, die gestern mit dem Update reingekommen sind. Einmal der Eiserne Bauer und mittlerweile ist es auch so, dass das Backpack, was man im Spind ausgewählt hat, dort angezeigt wird. Das heißt, ich nehme es mal runter, da kann man nämlich die Skins immer so anschauen. Hier haben wir nämlich einmal den Eisernen Bauer, hat im Prinzip als Beine nur solche Metallbeine, so ein bisschen Cyborg-mäßig, eben halt zu diesem etwas moderneren Thema auch passend. Dann der Motoren-Endmister. Als nächstes haben wir dann hier das Reisender-Paket. Hier haben wir einen neuen Stil, und zwar den Dunkelstil. Vorher hatten wir eben nur den Standard. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Hier ebenfalls das gleiche bei der Spitzhacke, auch in Dunkel und in Standard Hell. Dann haben wir als nächstes noch die Team Weltall, den Team Weltall Emote. Einfach so eine kleine Tafel, die man dann hochhält. Als nächstes ist dann hier der Kristallscan, dann der Brontor, dazu der Pterodactylus und die kräftiger bis Spitzhacke. Dann haben wir den Stechrochen-Skin, abtrünniger Lass es regnen. Dann die Schlachtenscheune als Lackierung. Zwar nicht animiert, sieht aber eigentlich trotzdem ganz nice aus. Keine durchgehende Lackierung, sonst ich ja mit manchen Stellen, wo eben halt keine Lackierung mehr drauf ist. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir noch die kleine Schritte, das kleine Schritt-Emote. Das ist auch ein Synchron-Emote, das heißt, jemand anderes kann damit interagieren und das dann auch machen. Und dann haben wir noch als letztes durch die Decke. Das war's dann auf jeden Fall mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.